Hallihallo Freunde und weiter geht's mit Let's Play The Story of Thor. Ja, ja, lauf die Treppen runter. Ich bin heute gut drauf. Ja, so würde ich auch keine Let's Plays machen, aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ja, genau. Wir mussten ganz da hinten in die Ecke. Ich weiß zwar nicht mehr genau warum, aber oh, wenn es da steht, dann wird es wohl so sein. Ja, machen wir uns auf den Weg. So. Hula! Yeah! Und Rattenschwein hier! Ja! Boots! Das war die falsche Richtung. Stirb, Ratte! Stirb! Und du auch, Ratte! Ah, Worms, weg mit dir! Und noch eine Ratte! Rattensau! Ah, schlagen wir die Ratten tot! Und hier, die drei von der Tankstelle hier! Tankstellenreinigung! Worms! So! Ah! Wo ist der dritte? Ach, der steht doch da oben. Er lässt seine Kuppel einfach alleine sterben. Komm runter, du Schwein hier. Bams! Lala! Hä? Wie hat er das gemacht? Wie kannst du meinen Super-Move hier in der Luft abwehren? Du hohle Birne. So. Hopp! Bams! So. Gab's hier noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben soweit alles mitgenommen. Klauen wir nochmal eben unseren alten Herrn hier, unseren Meister. War ja eigentlich unser Meister, dieser komische Typ mit dem langen weißen Bart. Das sieht so ein bisschen so aus, so wie, keine Ahnung, halt wie so ein japanischer Karate-Meister aussieht. Er sitzt auf dem Boden, bewegt sich nicht und starrt uns böse an. Sagst du mir irgendwas? Prinz Ali, ich bin froh, dass Sie in Sicherheit sind. Sie sind schon in der Burg zu... Ja, genau. Der König und die Prinzessin nehmen sich sicher Sorgen, ja. Ja, danke, dass du mich geheilt hast und ich dafür den Käse wegnehme. So. Danke, dass du mich geheilt hast, dafür nehme ich dir den Käse weg. Weiter geht's. Ja, das Gelaufe immer, das Gelaufe, dieses Gelaufe. Das macht das Spiel eigentlich erst so richtig liebenswert. Und auch eigentlich so richtig lang. Nur jetzt, da wir den Feuergeist haben... Bin ich hier richtig? Ja. Da wir den Feuergeist haben, können wir jetzt dort hinten, dort... Komm, geh weg, nervt mich nicht. Lag hier eigentlich etwas? Nö, geht's hier oben lang? Auch nicht. Oder nicht. Also, da wir jetzt den Feuergeist haben, können wir diesen komischen Stein da wegräumen. Ja, bams! Genau den da unten, meine ich. Wo ist denn der? Wie lang ist denn das hier, hallo? Da, der... Oh, ihr Rattenplage. Ist ja widerlich hier. Weg, ihr Schweine. Ich könnte schwören, die Gegner haben auch mal irgendwie was gedroppt. Oder war das ein anderes Spiel? Ja, gut. Könnte auch ein anderes Spiel gewesen sein. Ist auch egal. Und zwar, hier haben wir jetzt Feuer. Und hier haben wir jetzt diesen komischen Steinkristall. Und den können wir... Mit Feuer können wir den zerstören. So, weg ist er. Gut. Jetzt sind wir irgendwie im Sumpf. Wir gucken mal eben auf die Karte. Oh, ich werde es nie lernen. Ach, Alter. Ja, genau, wir sind fast da. So. Hier sind lauter bunte Fische. Und hier geht's hoch. Das ist schon mal schön. Schatztruhe. Hupa! Ih, Zombies und ein Apfel. Die Zombies haben den Apfel bewacht, aber... Knoblauch! Mann, das hilft gegen Vampire, nicht gegen Zombies, aber trotzdem schön, dass hier Knoblauch liegt. Wir können doch nichts mehr tragen. Was nehmen wir denn mal? Was ist denn das Wertloseste, der Käse? Wir können ihn nicht fressen. Dann leg ihn raus. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Ah ja. Gut. Knoblauch ist um einiges wertvoller, denn Knoblauch füllt unser... Mana und unser Leben um, ich glaube, 2/3 wieder auf. Und so ein Käse nur unser Leben und das um 1/4. Ach, war das... Nee, hier war das, oder? Ja, hallo. Ja. Obwohl, das war ein ziemlich widerlicher Raum hier. Das ist so ein kleiner Special-Raum, aber da kann man richtig tolle Sachen kann man da kriegen. Nur er war meines Erachtens nach ziemlich schwer.
Und da wir später sowieso nochmal wieder hierhin zurückkehren, ja, das werden wir, ich Spoiler hier. Ihr müsst mir ja nicht zuhören. Ja gut, jetzt ist ohnehin zu spät, aber... Ja, wir kommen nochmal zurück an diesen Punkt und dann werde ich diesen Raum machen. Jetzt noch nicht. Weil er halt ziemlich schwierig ist und ich jetzt nicht mehr so geskillt bin in diesem Spiel. Wo ist eigentlich mein Feuergeist? Ja, hier brauchen wir Wasser zu. Also Feuer weg. Zum Sumpf. Ja, wie bist du denn drauf? Hm. Holen wir uns Ditto. Komm her, Ditto. Beeil dich mal ein bisschen. Und machen das Feuer weg. Oh, fliegt doch nicht so langsam. Oh, hier. In die, so, hier, komm her. Genau. Danke. Hm. Hier ist nichts. Geht's hier lang? Ja. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen uns jetzt auf das Schiff der Gegner schleichen, also der Bösen. Ich bezeichne sie einfach als böse, weil ich absolut keine Ahnung habe, warum sie jetzt... Hallo? Mann, Ali, da kann man eindeutig lang gehen. Mach nicht so. Ja, du nicht, okay. Geh wir hier oben lang. Dass wir extra hier... Oh ja, wo die ganzen Zombies sind. Dass wir extra hier oben lang laufen müssen... Ach, das ist so easy, ein halber Wichs-Zombie. Ah, ah, ich hasse die halben. Die kann man so schwer töten. Und er... Er macht komische Flubbergeräusche. Gehen wir weiter. Uts! Ulalalalala. Wir kriegen irgendwie kaum Leben ab. Also, ja, Leben. Nee, nicht Leben, sondern Level-Ups. Der eine Bombe. Und damit gerade sein... Ah, ich wollte gerade sagen, sein Kumpel gegrillt, aber nein, der hat's überlebt, weil die Bombe irgendwie... Was ist das denn? Das ist ja ein Witz, ich kann da daneben stehen und... Oh ja, wirf! Oh mein Gott, jetzt hat's mich doch getroffen. Ditto, räche meinen Tod! Ditto? Ich glaube, Ditto geht's gerade nicht so gut. Oh. Das ist auch schön, man kann die Bomben zurückkicken. So. Was ist das hier eigentlich? Sind wir schon da? Ja, fast. Ah, ein neuer Dungeon. Was erwartet uns hier? Rote Maskenmänner. Zu welcher Veranstaltung die wohl gehören? Mein Resident Evil, Scientology, Leute und das hier, was sind das? Mit ihren komischen Masken. Keine Ahnung, irgendwie. Staubsaugervertreter mit Bomben. Ich weiß es nicht. Hallo, hör auf zu werfen, ich will da hoch. Arschloch. Jetzt! Hua! Okay, jetzt nicht. Aber da hört er freundlicherweise zumindest auf, solange ich brennend auf dem Boden liege. So. Oh, der hat eine Lanze. Geh weg. Geh nach Hause. Lass mich in Ruhe. Hopp. Moin. Ah, da. Und diese Staubsauger-Leute hier, die wollen uns halt aufhalten. Weil sie zu viel Freizeit haben, anscheinend. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was die hier suchen oder... Sie gehören halt zum silbernen Amulett und die silberne Amulett ist ja jetzt erwacht, beziehungsweise der Führer des silbernen Amulettes. Ja, ich nenne einfach mal Führer, also hier der... Hallo, du hast gar kein Leben mehr, du... Ach, das ist der gar nicht. Hier der Führer des silbernen Amulettes, der... Was machst du hier? Die haben sich jetzt die ganzen Soldaten hier auf den Hals geschickt, weil wir das goldene Amulett haben. Ach, die Dinger sind widerlich, die... Ja, das geht eigentlich noch. Die schießen nur in eine Richtung, das ist noch human. Aber es gibt auch welche, die schießen dann so kreuz und quer oder nur in unsere Richtung. Stirb. Ach, jetzt weiß ich, wofür die Blume ist. Für dieses Gitter hier. Denn... Wie man es sich wahrscheinlich auch denken kann, Blumen machen Gitter kaputt. Ja, in The Story of Thorda ist das so, da machen Blumen... Gitter kaputt. Warum? So. Warum nicht? Haben wir einen grünen Schlüssel? Jupp, haben wir. Soll heißen, wir können später nochmal hierhin zurückkommen. Ist das ein Rätselraum oder warum gibt es hier Feuer und Wasser? Ich guck einfach mal, was passiert, wenn wir hier einen Stein draufschieben.
Die Tür geht auf. Okay. Ups. Hä? Die Schlange hatte Bomben bei sich. Wir haben Bomben. Was habt ihr? Irgendwie einen Raketenwerfer oder sowas? Nee, dummerweise nicht. Wir können uns aussuchen, ob wir Feuer oder Wasser haben wollen. Ich wäre ehrlich gesagt eher für Feuer, weil wir volles Leben haben. So mehr oder weniger. So, gut. Und boom, 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 boom. Ja! Ja, für sowas ist die Attacke einfach göttlich. Und ich glaube, Ditto ist auch der... Ditto, ja. Nee, das ist ja Ifrit, ist das ja. Ifrit ist auch der... Nein! Ich will das Ding haben! Ich will das eine Stahlpfeile! Nein! Ich hab sie verpasst! Ficken! Nein, ich will nicht mehr ficken sagen. Ich will ja keine bösen Schimpfworte mehr sagen. Also... Geschlechtsverkehr! Nein, das ist auch bescheuert. Ja, keine Ahnung. Analpenetration. Was laber ich hier? Komm, geh runter und mach die Soldaten kaputt. So, stirb! Ja, bams! Ach, fuck, dafür hätten wir die Stahlpfeile gebraucht. Ach, Dreck, haben wir nicht. Wir haben Pfeile, oder? Nein, ich will eigentlich... Und wir können hier drin nicht speichern. Warum auch immer man im Dungeon nicht speichern kann, weiß ich nicht. Wir können es halt nicht. Ja, wir haben Pfeile. 100 Stück zum Glück noch. Boots. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn wir die Pfeile jetzt nicht bekommen hätten. Ich meine, man kann hier nicht wieder raus. Hä, wie bist du denn drauf? Oh, der hatte schon eine richtige Bombe, was der hat. Nein, was soll ich doch nicht? Hör auf, mit den Pfeilen zu schießen. Nimm wieder deinen Dolch und... Ja, der steht im Weg. Yes. Dämlicher Drecksriesen. Hallo, was ist das denn? Hier, töte ihn. Komm, Ifrit, das ist deine Aufgabe. Danke. Hä? Ach so, jetzt geht die Tür wieder auf. Gut, dann wären wir doch nicht verloren gewesen. Rote Edelsteine verstärken Ifrit. Und blaue natürlich Ditto. Ich glaube, da kann man drunter durchkriechen, oder? Sneak, 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 sneak. Sneak, sneak, sneak. Sneak, 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 sneak. Und putz. So. Irgendwie ziemlich groß, die Schlangen. Oh! Nee, die behalte ich. Nehmen wir mal... Appel. So. Putz. Ach, komm hier, hier die scheiß Schlangen. Das war jetzt völlig sinnlos, weißt du das? Hä? Ich glaube, die kann man gar nicht mit Feuer bekämpfen, oder? Das sind Schlangen, wieso geht das nicht? Ah, Schlangenfleisch. Nochmal Schlangenfleisch. Ja, kann er nicht tragen. Hier, frisst Schlangenfleisch und nimm Schlangenfleisch mit. Im Grunde, wenn man es einmal ganz trocken so ausdrücken will, das ganze Spiel besteht im Grunde nur aus durch die Gegend laufen und töten. Eigentlich ist es ja nur durch die Gegend laufen und töten. Gelegentlich mal so ein paar Rätsel, so wie das hier. Was jetzt so unglaublich schwer ist. Unglaublich schwieriges Rätsel. Nein, ich will Ifrit behalten. Noch ein Apfel. Ich scheitere gleich an diesem Rätsel. So. Und hier haben wir noch einen ersten Endboss, mehr oder weniger. Und zwar dieses Teil da, mit dem riesigen Morgenstern und dem Schild. Das ist so gesehen ein Endboss. Der gerade mal eben hier locker von Ifrit kaputtgeschlagen wird. Und er hat auch Anhänger hier, sowas hier. So. Wir müssen uns die Hände nicht verschmutzig machen. Macht alles, Ifrit. Ifrit macht Boom. Yeah. Hast du was? Nein, der hat nichts. Und jetzt haben wir uns halt an Bord geschlichen. Er eroberte den feindlichen Stützpunkt und stahl sich auf einem Hafen liegendes Schiff. Ja, stahl sich ist gut. Ich würde mal eher sagen, ja, dann war alles umgebracht, was ich mir in den Weg gestellt hat. Aber ja, gut, er stahl sich. Da kriegen wir Feuer. Hier haben wir zwei Schalter. Und eine Schatztruhe. Schwert. Das ist schön. Ich würde mal sagen, wir können mal eine andere Waffe benutzen. Einfach mal, um es zu zeigen. Und zwar einfach mal unsere normalen Kraftbomben. Hier, Kraftbombe. Boom. Ja, Ifrit. Das wollte ich jetzt machen.
Obwohl, so toll sind die irgendwie gar nicht. Da ist einer. Fressbombe. Uts. Ja, gut, die bringen noch nicht so viel. Das sind halt die kleinen Bomben. Ifrit, du Sau. Wozu rüste ich den Bomben aus, wenn du hier die ganzen Gegner kaputt schlägst? So. Mann, wie viele sind das denn? Und noch eine Bombe. Bams. Das Schwert ist nicht gut. Schwert macht viel Schaden. Schwert macht unschön viel Schaden. Können die hier hoch? Nein, können sie nicht. Ja, das ist cool. Na gut, jetzt muss ich noch irgendwie treffen. Die Bomben sind auch sowas von wertlos. Sag mal, könnt ihr nicht mal stehen bleiben? Ja, ich habe ihn getroffen. Aber nee, spielen wir normal weiter. Und somit bewegen wir uns jetzt auf den anderen Teil der Insel, weil wir dorthin müssen. Weil uns unser Vater, der König, gesagt hat, Sohn, geh dorthin und finde... Halt dort, du alte Sau da hinten! Du bist eine alte Potsau! Schieß doch von hinten mit Pfeilen hier, der feige Drecksack. Oh, da ist auch so ein großer, wa? Hallo? Der bewegt sich nicht. Lebt der? Ah, er lebt! Da war. Kommt der hier hoch? Nee, er ist wieder umgedreht. Oh! Was? Er kommt hier ja hoch! Komm du mir nach Hause. Meine Fresse. Der steht nicht mehr auf. So. Hier kam doch eben irgendwelche raus. Gibt's hier irgendwas drin? Ja, es gibt hier. Was ist das? Ich habe irgendwas mitgenommen. Ach, hier drinne kann ich noch nicht mal irgendwas auswählen, weil ich irgendwie im Dunkeln bin. Gut, raus aus dem Dunkeln. Jetzt geht's wieder, ganz logisch. Wir haben... Was? Was haben wir... Was haben wir da gefunden? Ah! Ey, Leute, ich habe noch nie gewusst... Also, was heißt noch nie gewusst? Ich wusste bisher einfach nicht, oder ich habe noch nie herausgefunden, dass es dort eine Lampe gibt. Und zwar ist das der Efre-Ruf. Efre steht für Ifrit. Und zwar kann man mit dieser Lampe, ja, da kann man sich halt Ifrit rufen. Ohne dass man Feuer braucht. Man hat diese Lampe und zündet daraus, wenn man volles Mana hat, halt, ja, seinen Ifrit an. Der ja meistens immer brennt. Vielleicht essen wir einen Fisch, nehmen wir das hier mit. Aus irgendeinem Grund ist die Tür nicht offen. Ich glaube, da ist noch irgendwie ein Schalter falsch gelegt. Ändern wir das. Welcher? Hört man irgendwas? Hört man irgendwie ein Bingo-Geräusch? Nee. Oh, Babubum hat's gemacht. Ich denke mal, Babubum ist... Ja, Babubum ist vorteilhaft. Babubum ist gut. Was ist das hier? Aber das meine ich, haben alle irgendwie unterschiedliche Farben und sind deswegen... Meine Fresse! Stärker und... Hallo! Oder anders und machen mehr Schaden, weniger Schaden. Was ist das hier? Noch ein. Eine Armbrust. Okay. Das finde ich ist so ein bisschen, irgendwie, so ein bisschen. Ja, ich will es nicht als lieblos gestaltet bezeichnen, aber meinetwegen, die Soldaten denn schon irgendwie ein bisschen anders aussehen können. Eine andere. Ich leck mich, den Käse will ich nicht. Wobei, gib den Käse her. Oh, dann fress den Käse halt und nimm den mit. Als würde das einen Unterschied machen. Ist so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also man hätte sich da mehr Mühe geben können. Yo! Ja, Roast Beef oder wie sich das nennt. Schmeiß den Käse wieder weg. Yes. Finde ich ein bisschen doof, dass die Gegner alle gleich aussehen und nur andere Farben haben. Aber naja. Ich kann damit leben. Da ist er. Da ist die Sau. Goldenes Amulett. Du bist mutig, hierher zu kommen. Aber leider habe ich keine Zeit, mit dir herumzutrödeln. Ich bin das silberne Amulett. Du kannst mich nicht aufhalten und du wirst bereuen, dass du es versucht hast. Ey, das ist mal cool. Der Typ, der fliegt mit seinen Gargoyles und ich muss hier mit dem Boot fahren? Was ist denn das? Oder mit dem Schiff?
Ja, das hat er uns seine Gargoyles geschickt hier. So komischfarbige Gargoyles. Die müssen wir töten. Ich finde das so geil bei dem Spiel irgendwie, weil alles ergibt absolut keinen Sinn. Ich meine, silbernes Amulett will goldenes Amulett töten, weil silbernes Amulett böse ist und Ritter tauchen auf und Gargoyles fliegen durch die Luft und wir fahren auf dem Schiff irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen. Ich finde das irgendwie... Ich finde das cool. Das ist das Schöne an so alten Sega-Spielen, auch an RPGs und so. Sie müssen keinen Sinn ergeben. Sie müssen einfach keinen Sinn ergeben. Sie müssen irgendwie mit irgendwelchen Monstern ausgestattet sein, dass man sagt, oho, oho, da ist ein Gargoyle, der lila ist und im Kreis fliegt. Und das reicht schon. Das ist... Hey, hör auf mich an zu spucken, du Arschloch. Das ist alles. Das... Ali besiegte den Wasserspeier. Gut, dann ist halt ein Wasserspeier. Für mich ist es ein Gargoyle. Er steuerte sein Boot in die Richtung, in der das silberne Amulett verschwunden war. Da wären wir. Wobei, jetzt bitte an Bord geschlichen und so, also... Ich meine, er hat wirklich, er hat alles umgebracht, was dort gelebt hat. Wirklich alles, komplett alles, jegliche Besatzung. Also, naja, so also mit Schleichen, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen weitläufig, das Wort Schleichen. Was ist das, ein Apfel? Brauche ich den? Will ich den haben? Apfel ist Mana, die Hälfte Mana. Ich glaube, das ist mitunter das Schlechteste, was wir haben, oder? Fisch ist die Hälfte Leben. Obwohl wir haben haufenweise Leben. Tauschen wir das gegen Apfel. So. Was aber auch nicht schlecht ist. Also man ist ja so gesehen nie unterversorgt. Man kriegt hier eigentlich so dermaßen viele Sachen in den Arsch geschoben, dass man gar nicht sterben kann. Das ist so ein bisschen... Also es ist wie in... Oh, hey, geil. Das ist ein schönes Schwert. Das ist ein schönes Schwert. Es ist wie in Landstalker, oder wie ich schon in Landstalker gesagt habe. So RPGs, die sind einfach zu einfach. Die sind wirklich... Hier gab es irgendwo einen Trick. Moment. Ja, genau. Eigentlich muss man da nicht rein, aber... Hä, was bist du für einer? Ein Blechkäfer, der sich auf den Rücken gewälzt hat. Schön, dass du den Schalter mitschlägst. Hier gab es doch irgendwie einen... Oho. Yeah. Blauer Kristall. Fleisch, welches wir nicht brauchen. Roter Kristall und Feuerpfeile. Das ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich müssen wir mit dem Schalter was anderes machen. Und zwar glaube ich, dass wir hier etwas auslösen müssen. Oder doch nicht? Wir werden sehen. Die wirft doch sicherlich gleich die Bombe, der Typ, wenn wir bei dem Stein sind. Oder? Ja, ach, du, so eine Sau. Ja, oder auch noch hier so eine Mega-Power-Bomben. Ja, jetzt kriegst du auch dein... Wo kommst du her? Blasendödel, verzieh dich. Jetzt kriegst du auch dein Fett weg. Oh. Hm. Noch so einer. Komm her. Warte mal. Nehmen wir mal Breitschwert und das normale Schwert mit 5. Komm her. Komm her. Komm her. Was? Ja, nur weil deine Waffe länger ist. Ja, deiner ist vielleicht länger, aber mit meinem kann ich besser umgehen. Hallo, mach doch mal. Was ist denn da? Ja, eigentlich solltest du ihn mit dem Schwert be... Oh yeah, Level up. Da, ba, ba, ba. Na gut, halt nicht.